So, Baumarkt, ein bisschen was einkaufen zum Tapezieren und Propangas zum Heizen. Ein paar Dübel holen, um den Ventilator, den Deckenventilator anzubauen. Ja, wollen wir schauen. So, ein paar Dings gekauft, ein paar Dübel. 50 Kilo Gewicht. Müsste ausreichen für einen Deckenventilator. Brauche ja nur 4, da sind 12er drin. Dann kommt hier Schnellfüllspachtel zum Reparieren, um die Löcher zuzumachen. Um meine Hängeschränke aufzuhängen, zweimal. Eine Gasflasche, damit ich mir den Hintern nicht abfriere. Raufaser, Wandfarbe und Kleister. Ich habe ja noch Raufaser zu Hause. Ist vielleicht nicht dieselbe Struktur, aber ist mir egal, wird eh drüber gemalt. Das interessiert mich nicht, Hauptsache sauber. Der Rest interessiert nicht. So, da schlägt doch ein Handwerker das Herz hoch, wenn er das hier alles sieht. Gott sei Dank bin ich kein Handwerker. Will auch keiner werden. Es wird schon schwer genug hier, den ganzen Mist hier zu machen. Bock habe ich auch keinen, aber okay. Wir machen es so einfach, wie es geht. So, ich bin jetzt soweit fertig. Jetzt fahren wir zu Lidl einkaufen, ein bisschen Lebensmittel. Und morgen will ich starten mit Tapete abreißen. So, bei Lidl. So, hier seht ihr meine Gasflasche. Dann muss ich langsam fahren, wenn mir hier einer reinfährt. Oh, dann hat sich das erledigt mit Renovieren, mit Tapezieren. So, wollen wir mal los. Essen und morgen geht's los. So, meine Herren. So. €80 bei Lidl ausgegeben, €60 bei, das war schon. Bei Tomarkt. Ja, müssen wir runterlassen, hier beschlägt alles. Ja. So. So. Und jetzt geht's nach Hause. Ja, es war so teuer. Ich habe noch Lebensmittel auf Vorrat gekauft, damit ich, wenn die mich mal nicht mehr in den Supermarkt reinlassen, dann habe ich genug zu essen erstmal zu Hause. Das und dann habe ich mir auch noch einen Akkuschrauber geholt. Von Parkride, so ein kleiner. Ja, kann ich mal meine Lampe besser aufhängen, muss nicht mit dem Schraubenzieher rumhantieren. Gut, alles klar. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause, Leute. Ja, der Papa ist doch da. Ja, der Papa ist doch da. Ja, der Papa ist doch da, Mäuschen. Ja, ist gut jetzt, ja. Lass mich mal auspacken, ne? So, komm. Ab, Platz. Hopp. Platz. Platz. So, seht ihr? So will ich das. So, aber was anderes. Das ist hier. Hier der Schrauber, Akkuschrauber. Oh, was zu essen. Ja, ein paar Bierchen. Oh, einen schönen Wein. Oh, den will ich mir nachher erstmal. Also. Das ist jetzt nichts für kleine Kinder. Das ist mehr was für den Papa. Was zum Nachtisch. So. Ach ja, dann habe ich hier noch das hier. Das ist hier so. Angeblich kann man da 12 Liter Cola von machen mit dem Streamer. Weil ich habe mal einen Streamer gekauft. So. Lass mal alles wegpacken. Ach ja, das hier ist da die eine Raufaser. Was ist denn da? Fokus. So, eine Raufaser und einmal Wandfarbe. Ich sehe nicht, warum ich die teure nehme. Ich nehme die billige, genau wie die Raufaser. Fertig. Die hat noch gefehlt. So. Ach, hier habe ich mir noch das hier gekauft. Hier. Und das hat nur doof, dass da Lidl dran steht. Oder Lidl, wie meine Tochter zu sagen pflegt. Das ist nicht nur eine Tragetasche,
sondern auch ein Rucksack. Kann man auch als Rucksack verwenden. Und das finde ich gut, gerade wenn du auf dem Roller unterwegs bist und mal was holst. Dann brauchst du, kannst das hinten drauf schnallen und fertig ist. Und los geht's. Musst du nicht anhängen. Ja, 89 Cent kann man sich mal leisten. Erst wollte ich es liegen lassen, weil da Werbung drauf ist, aber komm. Weiß ja nicht, wann das mal wieder kommt. Und für 89 Cent so viel Mist gekauft. So, was haben wir hier noch Schönes drin? Ach ja, Pommes, die ich mir gleich mache. Chicken McNuggets. So, jetzt will ich das mal auspacken in mein Regal hinten, wo mein ganzer Vorrat liegt. So. Soweit ist mal alles hingestapelt. Wow. Ist auch nur bis 27.09.22 haltbar. Ich glaube, ich mache mal langsam Pause hier, sonst. Bisschen viel Nudeln noch. Na ja, Witzka. Ja. Mal gucken, dass ich jetzt noch ein bisschen Dosenwurst und sowas, alles, was sich lange hält. Brot habe ich auch erstmal genug. Getränke auch. Oh, müsste erstmal reichen. So, das ist der Soda Streamer. Erstmal eine neue Pulle geholt. Oh, hoffe ich, dass ich keine Getränke mehr schleppen muss. Also im Notfall. Hier, das bestelle ich auch hier, Dosen für die Tiere. Das hier ist ja noch hier. Noch drei Flaschen von dem Soda Stream. Ach ja, sagen wir mal. Licht aus. So, nach hier. Muss ich auch noch wegpacken hier meine. Ach, Dübel und das alles. So. Kommt dann hier noch mehr rein. So. Na komm, jetzt. Gut. So, jetzt, ich bin gerade beim Essen und beim Trinken. Oh, gestern habe ich lange Fernsehen geguckt, bis morgens 4, 5 Uhr. Und bin dann hier eingeschlafen auf dem Sofa. So gegen 1 Uhr mittags, 13 Uhr, klingelt es. Ich renne raus, weil hier klingelt sonst nie einer. Außer an St. Martin, aber da habe ich ja nie aufgemacht. Naja, jedenfalls, ich gehe raus und ja, steht ein Vertreter vor der Tür für Dachfenster. Da sagt er zu mir, ja, hier ist ein Angebot und ja, das ist besonders günstig. Ich sage, ja, ich habe kein Interesse, gucken Sie sich mal mein Haus an. Das ist was anderes erstmal wichtiger als ein Dachfenster. Da sagt er zu mir, ja, wird aber zurzeit staatlich gefördert. Dann sage ich, ja, ich bin richtig stolz auf unseren Staat, der fördert so viel. Ich kann es nicht ändern, ich mache jetzt erstmal nichts. Habe keine Kohle dafür. Ich muss erst mal das Dach machen, bevor ich ein Fenster einbaue. Und noch gar nicht von denen. Und da sagt er zu mir, ja, wir könnten uns ja mal zusammensetzen, alles besprechen. Und er sagt, nee, ich arbeite nur nachts, ich habe keine Zeit. Und da ist er dann von dannen gezogen. Erst hat er sich noch entschuldigt, sagt er zu mir, ja, Entschuldigung, ich sehe, Sie haben geschlafen, es tut mir leid. Und er sagt, ja, das macht nichts. Ja, doch, das macht schon was. Er sagt, nein, ich bin ja nicht sauer, noch nicht. Ach, dann, als er erzählt hat, was er will, musste ich schon vorsichtig sein, dass ich nicht unhöflich werde. Aber er hat dann gemerkt, dass man mit mir nie reden kann, wie alle. So, jetzt habe ich jetzt mir ein bisschen gemütlich. Und dann gucke ich ein bisschen Fernsehen noch. Morgen Samstag anfangen, den Ventilator an die Decke zu hängen.
draußen die Tapete einzuweichen und eventuell die Tapete abreißen, so damit ich am Sonntag anfangen kann mit Tapezieren. Spätestens Montag. Ja, das ist so. So, das ist ein bisschen Käse, Brötchen, was Süßes zum Schnapulieren. Ah, ja, ein schöner Eierlikör, ein Bierchen, Limo zum Runterspülen. Wollen wir mal Fernsehen gucken. Gut, Nächtle.